Hallo bei GCN auf Deutsch. Heute geht es um das aktuelle Rad von André Greipel vom Team Israel Startup Nation. Er wird dieses Jahr auf einem Rad der Marke Factor unterwegs sein. Genauer gesagt auf dem Modell One von Factor. Nicht nur das Rad ist für André Greipel neu, sondern auch sein Team wird neu sein. Wir zeigen euch nun sein neues Arbeitsgerät und geben euch auch Info, wie viel sein Rad am Ende auf die Waage bringt. Dann lasst uns mal schauen, was das Factor One von André Greipel so zu bieten hat. Fangen wir direkt mal mit dem Rahmen an. Die Firma Factor hat den Rahmen weiterentwickelt, und zwar am Twin Vane Evo Unterrohr, um die aerodynamische Effizienz und die Steifigkeit vom Rahmen deutlich zu verbessern. Das ist eine Technology, welche eine seltene Sache ist und vor vielen Jahren die Marke Colnago mal getestet hatte. Das Ziel davon ist, die Luftverwirbelung auf die hinteren Kettenstreben zu lenken und somit Turbulenzen zu reduzieren, die bei schneller Fahrt entstehen können. Ein weiterer einzigartiger Punkt ist das Steuerrohr, das vorne verbaut ist. Dadurch entsteht eine einzigartige Oberfläche vom Lenker bis hin zum Ende der Gabel. Zum einen hat das einen aerodynamischen Vorteil, aber diese Art von Steuerrohr, wie man sie auch vom Cervelo S5 kennt und einigen Zeitfahrrädern, erhöht ebenfalls die Steifigkeit auf der Gabel, was von Sprintern wie André Greipel sicherlich sehr geschätzt wird. Die Gabel ist zudem relativ breit und wie man es vom Namen One erwarten kann, ist alles in einem integriert, was heißt, der Hydraulikschlauch für die Disc Brakes läuft komplett durch die Gabel bis hin zum Bremssattel. Auch der Lenker folgt diesem Prinzip, wobei die Kabel im Inneren des Lenkers versteckt sind. Er hat zwei kleine Öffnungen, um den Umbau auf traditionelle Bremsen zu ermöglichen. Das gesamte Rad ist mit einer Schaltgruppe von Shimano ausgestattet, und zwar der neuen DuraAce DI2. Zusätzlich hat Greipels Rad noch die sogenannten Sprintschalthebel innen am Lenker montiert, um noch schneller schalten zu können. Das Lenkerband, das von Factor produziert wird, ist laut John Kennings super griffig. Kommen wir zur aerodynamischen Computerhalterung, welche von Black Ink ist. Man kann diese auch für eine GoPro nutzen oder eine Fahrradlampe, aber das braucht ein echter Sprinter wie André Greipel wohl eher nicht. Als nächstes kommen wir zu den Laufrädern von Black Ink. Sie haben ein 60mm Carbonprofil und Sapim Speichen, ein renommiertes belgisches Unternehmen, das seit mehr als einem Jahrhundert Speichen und Nippel produziert. Die Narben sind auch von Black Ink, welche mit Keramik-Speed-Lagern ausgestattet sind für weniger Laufwiderstand. Gebremst wird mit Bremsscheiben und Bremsklötzen von Swisstop, was besonders ist, weil Swisstop eher genutzt wird, um das Rad im Bremsbereich zu tunen. Also man hat wirklich an alles gedacht hier. Man sieht klar die in Gelb gehaltenen Bremsklötze von Swisstop, was ein Markenzeichen der Firma ist. Angesichts der hohen Wattzahlen, die André Greipel in einem Sprint tritt, wir reden hier von um die 1800 Watt im Spitzenbereich, ist auch seine Übersetzung dementsprechend auf ihn angepasst. Bedeutet, das große Kettenblatt hat 55 Zähne und das kleine Kettenblatt 42 Zähne. Hinten wurde ein Ritzelpaket von 11 bis 30 Zähnen montiert, was bedeutet, dass er mit einer Übersetzung von 42-30 in etwa auf eine Übersetzung von 39-28 kommt in den Anstiegen. Natürlich muss man sagen, dass André Greipel auf bergigem Terrain wohl nochmals die Übersetzung dementsprechend ändern wird. Das Powermeter kommt von 4Eye. Das Team Israel Startup Nation ist eines von zwei World Tour Teams, welche das Powermeter der kanadischen Firma nutzt im Training und auch im Rennen. Die Sattelstütze ist von Factor. Hier wurde ein Nummernhalter befestigt, um die Nummern besser anbringen zu können. Heißt, man muss kein Kabelbinder oder Klebeband benutzen. Der Sattel kommt von Selle Italia, was man deutlich sieht, durch den großen Schriftzug auf dem Sattel und unter dem Sattel durch das Plastikstück hier. Greipel sitzt auf dem Modell Flight Team Edition. Als Flaschenhalter haben wir ein paar Elite Rocco, welche aus Carbon sind. Für den richtigen Stand im Pedal nutzt André Greipel das Pedalsystem von Shimano mit dem Modell DuraAce SPD SL. Kette kommt von KMC, diese ist natürlich in Gold gehalten. Zusätzlich hat das Rad noch weitere Elemente von Keramik Speed, und zwar folgendes. Die übergroßen Schalträdchen und das Innenlager sind auch hier von Keramik Speed verbaut worden, was für weniger Reibung sorgt und man somit weniger Kraft aufbringen muss als mit Standardprodukten in diesem Bereich. Kommen wir jetzt zu den Maßen von André Greipels Rad. Greipel ist 1,83 Meter groß und fährt daher eine Rahmengröße von 56 cm. Seine Sattelhöhe haben wir mit 77,5 cm gemessen.
Von der Sattelspitze bis zur Mitte des Lenkers beträgt der Abstand 57,5 cm. Die Sattel-Lenker-Überhöhung beträgt 13 cm. Abschließend noch das Gewicht des Factor One Rades von André Greipel. Das Rad wiegt ziemlich genau 7,9 Kilogramm. Eindeutig nicht das leichteste Rad in der heutigen Zeit. Aber für einen Sprinter ist das Gewicht alleine nicht das Entscheidende, sondern das Rad muss steif und aerodynamisch sein. Und genau darauf hat Factor sein Rad ausgerichtet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und das neue Rad von André Greipel hat euch begeistert. Lasst uns doch einen Kommentar da unter diesem Video und teilt uns mit, was ihr von dem Factor One Rad haltet.